Ja, ich werde alt. Das liegt daran, dass ich mich gar nicht mehr ganz genau erinnern kann, aber das war einer der ersten großen Speaker Slams. Ich vermute, der war in München, glaube ich, im Kempinski oder irgendwo in dieser Ecke. Und da haben wir einen Speaker Slam gemacht, da haben wir noch die kleinen Awards gehabt, relativ klein, aber sehr hochwertig. Und da hat gewonnen, haha, Bernd Wenzke, weiß ich noch, an Ernst Krameri und diese junge bezaubernde Dame. Ich kann mir in der Regel Namen von Frauen viel besser merken als von Männern, weil ich Frauen noch dazu viel attraktiver finde. Dummerweise in dem Fall ist mir der Name entfallen. Und dahinter der Kasper, oh, da waren die Haare noch dunkel. Tobi hat im Bus die Tage zu mir gesagt, als ich dich kennengelernt habe, waren deine Haare noch schwarz. So, sind ja auch ekelhafte Sprüche, wenn du sowas erlebst. Das war das. Eins unserer allerersten Veranstaltungen waren tatsächlich mehr oder weniger bei uns im Wohnzimmer, kann man fast sagen. Also hinterm Wohnzimmer haben wir sowas, das nennen wir Forum. Da passen 30 Leute gemütlich rein und so war mein erstes Goldprogramm tatsächlich 30 Personen. Es war noch nicht mal 30, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, irgend sowas. So 27 Leute, die da saßen und ich erklärt habe, wie das Ding funktioniert. Das endete darin, dass ich nicht wusste, dass Emotionen eine große Rolle spielen. Von wegen Luftballons hatten wir alles nicht. Und ich habe am Abend ein Video gezeigt von Monika Gruber, der Comedian aus Bayern. Ich habe gesagt, wenn ihr witzig sein wollt, schaut euch Monika Gruber an, dann wisst ihr, wie Witz funktioniert. Und dann haben sich die ersten beschwert, haben gesagt, ich buche doch kein Seminar für teuer Geld, damit ich mir ein Video anschaue von der Comedian. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist es auch blöd. Aber so haben wir angefangen, sehr banal. Ich glaube, das Material fürs erste Goldprogramm lag in meiner Aktentasche. Wenn wir heute Goldprogramm machen, ich glaube, es sind 4 Sattelschlepper, die wir mittlerweile brauchen, um das Zeug hinzubringen. Eigentlich spannend, dass es mit der Aktentasche auch funktioniert hat. Vielleicht sollte man darüber nochmal nachdenken in Zukunft. Haha, schön. Da habe ich bei den oberösterreichischen Nachrichten am 15. März, steht allerdings kein Jahreszahl mehr, über mein Buch als Glückskind gesprochen. So, das Buch ist rausgekommen 2011, also dürfte das 2012, 2013 gewesen sein. Ich kann es mal lesen, ihr neuestes Buch Glückskinder. Ja, genau, so ging die Frage los. Ja. Der Wissenschaftler und Dozent Hermann Scherer weiß, dass die Welt voller Probleme und damit voller Chancen ist. So, stimmt. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich keine Ahnung hatte. Ich fand es immer so toll. Andere hatten die größeren Autos, die besseren Frauen. Immer das Bessere. Und die haben es irgendwie hingekriegt, die Chancen besser zu grapschen als ich. Und ich habe es immer so gemacht, wenn ich von was gar keine Ahnung hatte, dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Und bis das Buch fertig war, danach hatte ich immer Ahnung. Und deswegen weiß ich jetzt, wie Chancen funktionieren. Ich habe mein Verhandlungsbuch so geschrieben, wenn ich verhandeln konnte. Und ihr wisst das intern, mein letztes großes Buch, ein kleines Buch, war mein Pitchbook. Ich hatte keine Ahnung, wie Pitchen funktioniert. Also mir vorgenommen, es zu lernen. Und wenn du es dann gelernt hast, dann schreibst du halt ein Buch darüber. Ich müsste vielleicht mal ein Buch über Bettgeschichten schreiben oder sowas. Schön. Oh mein Gott, das ist ja in jüngster Erinnerung. Ich meine, das war eine der größten Perversionen, die es überhaupt gibt. Wir waren ja in Bangkok unterwegs und Gerhard Leipold, organisiert haben es wir, aber Gerhard hat uns logischerweise extrem geholfen, in Thailand das voranzubringen. Und der hat dafür gesorgt, dass wir tatsächlich eine Polizeieskorte haben. Heißt, wir waren im Touristenbus, 13 Teilnehmer und wir mit der Motorrad-Polizeieskorte, das waren die beiden Motorradfahrer, die beiden tatsächlich voraus, um mit Rotlicht, vor uns zu fahren, wobei es natürlich vollkommen witzig war, wenn die Ampel rot war, mussten die auch stehen bleiben. Also es war jetzt nicht so, dass sämtliche Ampeln in Bangkok gleich auf grün waren, aber man ist nicht schneller vorangekommen als der Rest, aber man war wichtiger als der Rest. Das war deutlich. Und das Spannende war dann tatsächlich, dass ich habe dann gesagt, naja, muss ich natürlich mir ein Foto machen. Der Polizist hat interessanterweise ein Selfie von mir und sich gemacht. Danach hat er aber diesen Helm runtergezogen, deswegen ist einer mit Helm und einer ohne Helm da. Und was aber auch dazu geführt hat, dass wir dieses Jahr nach Vietnam fliegen, ohne Polizeischutz, aber mal gucken, ob wir Spaß haben.
Ah, Gott, da wirst du gleich melancholisch und alles mögliche. Also das ist in mehrfacher Hinsicht toll. Das ist A, das Zimmer meiner Tochter. Oder Ex-Zimmer meiner Tochter, weil das Puppenhaus gibt schon nicht mehr. Dieses wunderbare Sofa mit dem Prinzessinnenkrönchen obendrauf ist mittlerweile, glaube ich, das Außensofa für die Katzen geworden. Also schon vollkommen verdreckt und verpinkelt. Und diese graue Katze, das ist meine Katze, denn wir haben ja 5 Katzen, aber eine kommt immer zu mir ins Bett, die anderen interessanterweise in andere Betten. Aber das ist Minky. Und mit Minky habe ich eine tiefe und enge Verbindung, die ich sehr, sehr liebe. Da war sie noch klitzeklein. Mittlerweile ist Minky eine große Katze. Katze ist der falsche Begriff. Eine Diva, eine Zicke. Es gibt ja die Bezeichnung, Hunde haben Freunde, Katzen haben Sklaven. Und sie ist, glaube ich, die Sklaventreiberin vom Herrn. Ist jede Nacht das Gleiche, dann kratzt sie am Fenster und will dann in Wirklichkeit nur frisches Futter haben, wieder Futter haben, Streichleinen haben. Wenn ich morgens müde ins Büro komme, liegt es meistens an Minky. Ah ja, okay. Oberteil ist dreckig, ich bin dreckig. Dann war es beim Mountainbiken. Oder manchmal auch hier. Ich habe ja keine Schutzbleche an meinem Fahrrad und wenn ich dann losfahre und es ist teilweise noch feucht, dann sehe ich eben so aus, wie ich aussehe. Und ich finde es immer großartig, weil man fühlt sich gleich so männlich und so wichtig und so stark. Du kommst ja vor wie Herkules, der die Alpen überquert hat und so weiter. Bei den Fotos sieht es ja noch so aus, da strahlt er, aber voll schon. In Wirklichkeit weiß wahrscheinlich keine Sau, dass ich nur 800 Meter geradelt bin oder danach schon erschöpft war oder sowas. Aber man fühlt sich so wichtig. Ich komme dann auch immer so heim und sage. Ja, meine Familie sagt, okay. Mir ist einmal tatsächlich eins passiert, da hat es mich so voll gestört, da habe ich mich überschlagen mit dem Fahrrad, noch gar nicht lang her. Oh, habe ich mir da wehgetan. Ach du Schande. Und mein Fahrrad war kaputt und ich war kaputt. Dann bin ich daheim gerobbt, irgendwie kilometerweit. Aber man kann dann so schön jammern zu Hause. Das ist ja, wenn dann noch dazu eine Frau ist, die Physiotherapeutin ist, ah, bin ich alles weh, ah, Schatz, ah, es ist ja so schlimm. Herrlich, ja, so war das. Ach, der grüne Leselatte. Das sind zwei ganz bezaubernde Damen und es liegt natürlich wiederum nur an mir, dass ich den einen Namen nicht weiß. Das andere, die neben mir ist Danja Hetjens, das ist meine Lektorin beim Campus Verlag. Da sieht man hinten noch das Camp in Frankfurt in der Kurfürstenstraße. Das ist in meinen Augen einer der zwei allerbesten Verlage in ganz Deutschland und mental habe ich viele Jahrzehnte vor diesem Verlag gezeltelt, also nur mental, und habe in der Nacht immer an die Türen gekratzt, ob ich irgendwann mal einen Verlagsvertrag von Campus kriege. Und das war dann wohl, mittlerweile habe ich, I don't know, 20 Bücher dort veröffentlicht, aber das war wohl einer der Tage, an dem wir dann dort waren. Ja, und keine Ahnung, weil sie gefeiert haben, dass das Buch rauskommt, besprochen haben, dass es rauskommen soll, besprochen haben, dass es ein schlechtes Buch war oder ein gutes Buch oder was auch immer. Aber Campus Verlag huldige ich, weil da bin ich heute noch sehr stolz, dass das ist wirklich ein guter Verlag. Und das war immer so einer meiner großen Träume, dahin zu gehen. Und da will ich gleichzeitig Mut machen, denn es gibt... Da sind ganz viele Menschen durch uns schon reingekommen, auch mit ihrem ersten Buch. Also man darf immer gar nicht sagen, oh, der Verlag ist so groß, da komme ich nicht rein. Doch, da kommst du rein. Und Campus, toll, Kurfürstenstraße, Frankfurt, yes. Jo, da haben wir halt so eine Angebernummer gemacht. Da habe ich, glaube ich, an einem Tag zweimal, also in zwei Kategorien, den Tiger Award gewonnen. War ja anscheinend frisch beim Friseur, sieht auch irgendwie gepflegt aus, das ist ja meistens nicht der Fall bei mir. Und habe halt diesen Award. Genau, da hast du so, ich habe zuerst so Boxhandschuhe bekommen, weil ich dann nominiert war für den Award. Und dann habe ich diese zwei Awards bekommen. Ich weiß nicht mehr, für was ich die gekriegt habe, für irgendwas Tolles anscheinend. Ich kriege relativ viele Awards, da bin mir nicht sicher, ob das, wie viel Marketing und wie viel Qualität dahinter steckt. Aber wir haben mittlerweile ganze Vitrinen voll und ich habe so eine ganze Awardwand voll, wo das ganze Zeug hängt. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, weil, also ich habe natürlich nicht den Tiger Award, also den natürlich nicht, aber ich habe viele Awards
ins Klo gehangen, weil ich finde, dass das ein guter Platz ist, wo Awards hängen dürfen. Dummerweise ist dann das Klo zu klein geworden, weil ich so viele Awards hatte, dass in meinem Klo das gar nicht mehr alle untergebracht sind, und dann habe ich sie jetzt vor das Klo gehangen. Ja, das ist ein guter Platz für Awards. Weil ich glaube, dass wir uns manchmal eh viel zu wichtig nehmen, und ja, drum hängen die da, wo sie hängen. Aber der hängt nicht da, weil das würde ich ja nie tun, dass ich über sowas negativ spreche. Oh, der Veit. Also, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Denn ich weiß noch, ich habe den Veit Edzold beraten damals in einer Dreiergruppe. Das war so eine dieser Mini-Beratungen. Da war wirklich die Frage, wie komme ich einfach in meinem Leben weiter? Und ich meine, Veit war schon immer toll, aber Veit ist ja einer der ganz, ganz großen Thriller-Irgendwas-Autoren. Also so ekelhafte Geschichten, also irgend so eine Geschichte ist, du wachst in der Früh auf und hängst an Nierenschläuchen, weil deine Nieren entnommen wurden und so. Also so Dinge, die ich nie im Leben lesen würde, also ganz ekelhaftes Zeug. Aber bitte, das ist hohe Qualität für die Leute, die das mögen. Ich selber habe Angst vor solchen Dingen. Ich kann diese ganz schlimmen Autoren kann ich nicht lesen. Ich habe einmal angeguckt im Fernsehen, das kennt ihr alle gar nicht mehr, da wart ihr noch zu jung. Wie heißt der Teufelsaustreiber nochmal? Helft mir. Wie heißen diese Teufelsaustreiber? Exorzist. Ah, genau, Exorzist, genau. Also ich habe einen Exorzist angeguckt, danach bin ich auf der Mittelstreifen der Straße nach Hause gegangen, weil ich Angst vor dem Gebüsch hatte. Aber was ich eigentlich sagen will, also Veit, ganz großartige Buchkarriere gemacht, viele Bestseller geschrieben, und er hat sogar gesagt, es hat ein bisschen uns zu verdanken, ist dann auch noch für Professor für Strategie und Storytelling geworden. Kluger Mann. Ach du liebes bisschen, mein Gott. Ich habe natürlich gesagt, brauchst vernünftige Fotos, und habe mir dann einen Fotografen in New York gebucht. Gott, was war dieser Fotograf steif und was war ich steif? Und dann, ich meine, da war ich noch in einem Alter, wo du die Welt noch nicht verstanden hast. Ich meine, ich habe sie heute auch noch nicht verstanden, aber ich habe sie heute besser verstanden als damals. Und da versuchst du ja wirklich noch irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, halt, schau mal, wie ich ausschaue. Aber klar. Ich bin früher nur im Maßanzug rumgerannt, und selbst wenn wir uns sonntags in der Firma getroffen haben, war vollkommen klar, dass du im Anzug mit Krawatte erscheinst. Ja, also, und nicht irgendeine Krawatte und nicht irgendein Hemd, sondern bitte, und natürlich Manschettenknöpfe und so weiter und so fort. Also ich hätte anders die Aufträge auch gar nicht. Also ja, klar, war mein Leben. Und drum waren die Fotos eben auch so in New York. Und irgendwie am Ende des Shootings, nachdem wir, glaube ich, 7 Milliarden Fotos gemacht haben, alle 7 Milliarden gleich steif und gleich ekelhaft, war ich dann ein bisschen entspannt. Und danach hat der Fotograf gesagt, Herman, hat er gesagt, Herman, also so siehst du ja gut aus, mach doch mal so, jetzt habe ich erkannt, wie du bist. Da habe ich gedacht, du blöder Ochse, jetzt haben wir 3 Stunden rumgemacht, da hast du nicht kapiert. Also da gibt es wesentlich bessere Fotografen. Also ich kenne einen, der Nejo Radic, der macht selbst aus mir tolle Fotos, und das ist eine doppelte Qualität, das ist großartig. Aber was an dem Foto natürlich war die Bretsch. Ja, also der Spruch drauf ist ja Quatsch, aber das ist ja bei den meisten Sprüchen so. Die Besonderheit ist eine andere. Die Besonderheit ist, und das ist das, was ich immer wieder Menschen sage, du kriegst ja nicht durch Zufall gute Fotos, sondern du musst ja vor der Veranstaltung dem Fotografen relativ genau sagen, was er zu tun hat, weil Fotografen, Anwesende und manch Gute ausgeschlossen, die guten Momente verpennen. Die sitzen ja dann da, quatschen rum, dann kommt der gute Moment, und gerade in dem Moment haben sie dann die falsche Linse drauf, was ja vollkommen verständlich ist. Nee, dem Fotografen habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt so ein Foto und ich stelle mich da hin. Wir haben das vorher geprobt, also er war dann schon auf der Bühne gestanden, ich war schon unten gestanden, da war der Saal noch leer, und meine Aufgabe war natürlich, die Teilnehmer dahin zu bringen, dass die auch, das war so ein Gag in meinem Vortrag, auch diese Brille aufsetzen. Und das machen Teilnehmer ja total ungern, wenn sie wissen, dass sie fotografiert werden und dass sie das was machen, weil sie mitmachen müssen. Und es ist ja schon an dem einen Menschen da hinten, dass der schon wieder gelacht hat und die Brille nicht aufgesetzt hat, was ich ja wiederum nicht gesehen habe. Aber danach bist du ja schon wieder sauer, wenn du das Foto siehst. Aber zum Glück haben die meisten mitgemacht, und war schön. Und darum,
erzähle ich ja heute noch, du brauchst, und ich habe das jahrelang gehabt, eine Fotografen-Checkliste, damit du dem vor deinem Vortrag sagen kannst, wann er mit welcher Linse wo stehen muss. Yes. Ja, das war Kerstin und ich. Man möge bitte meinen Gesichtsausdruck deutlich anschauen. Es war eine unserer ersten gemeinsamen Veranstaltungen. Das ist nicht gut gegangen. Das liegt aber auch nur an mir. Kerstin ist eine ganz, ganz tolle Bühnenfrau. Aber da haben wir, das ist das, was ich immer wieder, da brauche ich übrigens keinen Uhrenhändler mehr, sehe ich auch gerade an der Uhr, was ich ja vorher mal war. Ich halte es für irrsinnig schwer, und das unterschätzen die Leute immer wieder, wenn zwei Menschen auftreten. Weil du musst dich ständig verzahnen, du musst immer gucken, wann ist der dran, wann bist du dran, wie ist die Brücke, wie ist der Übergang. Und jetzt könnte man sagen, das ist gut, weil der kann sich ausruhen, während der redet und umgekehrt. Das stimmt aber nur zum Teil, weil ich finde, zumindest geht es mir so, ich muss ja schon irgendwo in Fahrt kommen und in Fahrt bleiben. Also du bist ja schon irgendwie Energie und Adrenalin und Vollgas und so weiter. Und wann immer dann jemand anders dran ist, dann fährst du eigentlich wieder runter. Also ich, was falsch ist. Und da musst du wieder hochfahren, bis du wieder oben bist, ist die andere Person dran. Ich habe mir geschworen, übrigens erst letztes Jahr mal wieder, dass ich nie wieder gemeinsam mit Menschen auftrete. Also gemeinsam, wo das nicht, also klar, dass andere Menschen den eigenen Slot haben, alles fein, aber nicht mehr, wo sich Dinge verzahnen. Das raubt mir viel von dem, was ich habe. Ansonsten tolle Frau. Schon mal ein schlechtes Foto, weil die Leute schon aufgegessen haben zum Teil. Josua. Gut, Josuas Haarpracht war auch damals schon speziell. Jetzt glaube ich, kommt's. Das war in Amsterdam. Das war in Amsterdam. Ach, ich war damals schon so fett. Guck mal. Und in Amsterdam. War das wirklich in Amsterdam? Das war in Amsterdam. Ja, guck mal, das Wasser, das könnte Amsterdam gewesen sein. Könnte aber auch Innsbruck gewesen sein. Könnte auch, nee, da war er dabei, das war in Amsterdam. Also ich glaube, das war in Amsterdam bei unserem 8x8, das war die Beta-Version vor Platin, das ist 8x8 mit Hermann Scherer, 8x in 8 verschiedenen Ländern. Und da ich mitgekriegt habe, dass du aus einem Millionen-Business ein Multimillionen-Business machen kannst und ich nicht wusste, wie, habe ich tatsächlich einen Pitch-Berater einfliegen lassen, der mir das erklärt. Ich habe das logischerweise nicht verstanden, habe ihn nochmal einfliegen lassen und nochmal. Mittlerweile habe ich es verstanden. Es war damals eine wahnsinnig teure Investition, ich glaube 40.000 Euro, um zu lernen, wie Dinge funktionieren. Gott sei Dank haben sie funktioniert.